Johnny Taylor, du bist auch ein Spieler schon mal im Final Four gewesen. Wie ist es jetzt als Zuschauer? Ja, ich denke, das ist immer ein bisschen schwierig hier zuzuschauen. Man hat immer ein Tränen ins Auge dabei. Halt. Das ist ja, ziemlich man sieht halt die verpasste Chance, die man hatte. Ja, wie findest du das Final Four aus Event selber? Als Event ist sicher gut gelungen, finde ich, mit den Frauen zusammen. Die ganze Mal die Handball-Schweiz mal ein bisschen zu vereinen, denke, das macht sicher Sinn. Auch von den Zuschauern her denke ich, ja, jetzt haben wir heute im ersten Spiel eine gute Stimmung gewesen und das fängt so. Wie steht es zum Thema vor Ansetzung her, vom Datum, was 16 Mal in der Playoff-Halbfinale ist? Ja, da müssen sich andere Leute damit beschäftigen, denke ich, als Spieler. Oder musst du das nehmen, wie es vorgegeben wird? Es ist sicher ein bisschen unglücklich, dass du die erste Playoff-Partie oder die zweite eine Woche Pause ist. Für den Rhythmus hineinzukommen, ist das halt ein bisschen erschwertes das. Und respektive die Mannschaften, die hier spielen, haben auch noch die Zusatzbelastung. Aber in dem Sinne, irgendwann musst du spielen. Und das ist halt am Ende der Saison, hast du die zwei Entscheidungen und die musst du halt irgendwie vereinen. Wacker ist momentan in der Best of 5 Playoff-Serie, Kadett 1 noch hinger. Was denkst du, wie geht der Witzer? Ja, Mittwoch fährt von 0 an, das Spiel von 0-0 an. Wir müssen unseren Fehlern lernen. Wir haben Sachen gesehen, die wir sicher nicht gut haben gemacht. Sachen, die wir auch teilweise sehr gut haben gemacht. Wir müssen auf dem aufbauen. Wenn wir dort gute Schlüsse rausziehen können, dann haben wir am Mittwoch eine sehr, sehr gute Chance, so gut mitzuhalten bis zu gewinnen. Ja. Wie ist der Verletzungsstand von Lukas Vodenschwanden? Ja, es ist im Moment so, dass man schaut von Tag zu Tag, wie sich das verbessert. Ich denke, da kann man auch schwierige Prognosen machen.